Am Ende muss Schalke schauen, dass sie jetzt zu Beginn gut in die Liga kommen, dass sie hier und da den Punkt, dass sie zu Punkten kommen. Und dann wirklich, wenn die Transferphase vorbei ist, wenn man dann sieht, mit welchem Kader sie arbeiten können, was zur Verfügung steht. Und Schalke wird am Ende einen konkurrenzfähigen Kader haben. Nochmals, entscheidend wird sein, zweite Liga ist nicht erste Bundesliga. Sie müssen lernen, diese Liga anzunehmen. Das haben andere Vereine vorher, andere große Vereine auch noch nicht geschafft. Und wenn sie aber das lernen und hinbekommen, dann sind sie auch ein Aufstiegsfavorit. Sie haben das ja in Hamburg selber miterlebt, wie es ist, mit einem großen Verein zu tun haben, wo die Fans wirklich ganz andere Ambitionen haben, als die Realität es damals wieder gespiegelt hat. Können die Fans, die auf der einen Seite eben den Rückhalt geben sollen, dann aber auch zu einem Grat werden für die Spieler und für die Mannschaft, ähnlich wie damals in Hamburg in den letzten Jahren oder jetzt auf Schalke, dass es auch sehr, sehr ungemütlich werden kann? Weil das hat Schalke ja in der Abstiegssaison gar nicht erlebt, sprich die Fans im Stadion. Ja, die Akzeptanz, man ist nun Zweitligist, die muss vorhanden sein. Und Schalke wird immer, egal ob zu Hause oder auswärts, Schalke wird jetzt, gut, wenn sie gegen Bremen und Hamburg spielen, ist das ein Duell auf Augenhöhe, aber in der Regel ist Schalke ein großer Verein und meistens der Favorit in jedem Spiel. Aber sie sind Zweitligist. Und das müssen die Köpfe von allen Verantwortlichen und Spielern rein. Aber auch in die Köpfe der Fans. Weil das ist ja so, dass diese Großvereine in der Wahrnehmung, wir sind Schalke, wir sind Hamburg, wir sind Bremen, wir sind doch eigentlich Erstligist. Nein, vergesst das, ihr seid momentan Zweitligist. Und wenn sie das verinnerlichen, glaube ich, dann werden sie auch eine gute Rolle spielen können. Wenn sie es nicht tun, dann spielen sie oben keine Rolle.